Also wieder moin moin auf YouTube, Leute. Neue Runde Subsistence mit natürlich weiterhin Alex, Salazar und dem Gerd. Moin. Moin. Hufer moin. Sagt am besten Dietrich bauen für den nächsten Ausflug. Ist eine Variante. Aber das Glück haben wir heute Abend, glaube ich, eh nicht mehr, dass wir noch so einen Teil finden. Gerd, du wolltest doch dem Daniel Nägel zuwerfen, ne? Dir Nägel. Ach, mir? Ja, die. 8 mal Kupfer brauchen wir, 12 alles davon. Klar. 8 Kupfer haben wir hier mehr als genug. Elektronikschrott. Haben wir noch Perlen irgendwo? So, jetzt hat der Zustand erreicht, dass das ganze Haus repariert ist. Geil. Endlich. Super. Das ist aber auch krasse Reparatur gewesen, ne? Ja, das war nach dem letzten Angriff auch extrem viel Nägel. Ich habe jetzt letzte Woche und diese Woche insgesamt über 120 Nägel verrepariert. Ja, wir haben uns die Base echt schon krass zerstört. Brauchen noch einen Stromspeicher irgendwann. Was kostet ein Stromspeicher? 100 Masse, achso. Ja, auch das ist Photovoltaik, ist natürlich irgendwann so ein Ding. Windmühle ist irgendwann so ein Ding, also. Da müssen wir wirklich auch mal waffenmäßig vorankommen. Also ich kann gut diesen Reflexbogen haben und Premium-Pfeile. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Um mal zumindest eine ordentliche Waffe zu haben. Also 9 und 9 brauche ich. Brauche ich 9 Seile, die kann ich herstellen. Also 9 Tauwerk. 3, 1, 2, 3. Das Rest geht schon wieder zurück in die Kiste. Zwei sind mit Lampen ausgestattet. Lampen-Upgrade, was kostete das noch? Achso, 2 Eisenbarren. Ja. Wäre auch schön, wenn man das mal halbwegs nachher so in einem Erntestatus kriegt, oder? Aber es geht nicht, weil einige haben immer Dünger, andere nicht und so, ne? Selbst wenn du jetzt, das habe ich mitgekriegt, einen Kasten gleichzeitig anpflanzt, irgendwie werden sie nie gleichzeitig reif. Okay. Das schleppt sich so hin, das wird immer so bleiben, dass da mal einer angepflanzt, also reif ist und der andere nicht. Na gut. Ja, wir können natürlich jetzt anfangen und noch, ich sag jetzt mal, vielleicht nochmal 2 oder 3 zu setzen von den Kästen. Dann ist aber gesagt, dass der eine nur noch am Ernt, also Gärtner spielt, ne? Mhm. Aber, ja, vor allem, weil das so viel durcheinander halt ist mit Erntereife, ne? Mal Erntereife ist, kannst du 2 mal pflücken und dann wieder nicht. Das nervt natürlich. Ja, es geht auch darum, dass du regelmäßig Wasser anschaffen musst und solche Sachen. Ja. 3 Fischfilet im Kühlschrank. Jo, danke.
Ja, würde ich auch gerne eins von essen wollen. Ich habe auch nur eins genommen. Eine Tomate. Ja, ich weiß nicht, wie man das effizienter gestalten kann, diese Gemüseversorgung. Keine Ahnung. Wenn jemand im Chat eine Ahnung hat, gerne reinschreiben, was hier ein Level 3 Bär vor der Tür ist. Möglich, ja. Achso. Was noch? Was so Zinkfragmente? Eisenerz. Ein Level 3 Bär. Sind eigentlich die ganzen Kleintierfallen noch bestückt und heile und so weiter? Also sie waren jedenfalls soweit bestückt. Guck ich sonst am nächsten Ingame-Tag mal, dass das alles wieder repariert ist dann und schon gefüllt. Aber auch nicht mehr so viel von diesem Medizinzeugs dann. Ansonsten wäre natürlich auch cool, diese ne, Hühneraufwertung zu kriegen, ne, dass wir mehr Tiere halten können. Aber auch mehr Tiere heißt mehr Gemüsebedarf. Also, ja, also bleibt ja nicht viel übrig, als wenn wir dann nochmal ein paar Kästen bauen. Man dreht sich da ja auch so ein bisschen im Kreis, ja. Oder wir irgendwie ja, sehen, dass wir da immer Dünger haben, oder ich weiß es nicht. Wir sind ein bisschen Dünger, das bringt wirklich nicht viel. Die Anzahl der Kästen bringt was, das erhöht unsere Chancen, aber Dünger selber nicht. Ja, die Aufwertung mit der Lampe ist halt relativ teuer durch zwei Eisenbarren, ne? Und für zwei Eisenbarren brauchst du wieder 20 Frick 4 Eisendinger oder so. Das war noch so ein 20, genau, 20 Eisenfragmente und 10 Kupferfragmente. Und mal wieder einen aufwerten. Ich wollte jetzt gerne erstmal diesen Bohrer bauen, dass wir dann mehr kriegen da. Gut, ja. Und diesen Eisenzeugs. Und 15. Dass wir beide Generatoren laufen, wir brauchen ein bisschen mehr Strom. Aber gut, auch so eine Windmühle. Was braucht eine Windmühle? Auch zwei Seile, drei Platinen und sechs Klebstoff. Bei Freilandhaltung brauchen die Tiere weniger Futter, sagt Schufa gerade. Okay. Das hört sich natürlich dann auch gut an, ne? Und der Bär hört sich nicht so gut an, dass er hier vorne rumläuft. Level 3 Bär auch noch. Die Pfeile habe ich nicht. Wie viele Pfeile hast du? 5. Du brauchst ja bestimmt 7 für so einen Bär. Würde ich eigentlich lieber erstmal diesen Reflexbogen bauen. Was kostet der noch? Der braucht auch wieder 3 Eisenfragmente. Dann liegen hinter dir. Hinter dir liegen Pfeile. Danke. Tja. Hat jemand ein Seil, dann kann ich mir schon mal ein weiteres Beet oben hin basteln. Tau oder also hier so ein Tauwerk? Oder? Ein Tauwerk, ja. Tauwerkseil. Hm. Kam schon. Tauwerk heißt das, ja. Der meinst du? Ja.
Oh, der Bär hat mich blutig gemacht. Achtung, der hat die Base gleich verwundet. Nur ein Schlagbauer noch, das blöde Tier. Oder ein Pfeil, aber ich muss hier erstmal verbinden. Hab dann? Jo. Gerade so. Echt Glück gehabt. Der hat mich doch böse getroffen. Das wäre ärgerlich geworden, das wäre richtig dumm wieder. Glück gehabt. Freilandhaltung. Achso, braucht zwei gefütterter Stoff. Ja, brauchen wir richtig Baumwolle. Kriegen wir nicht mal. Ach, doch, haben wir schon. Aber da ist auch noch ein Wolf hier vorne wieder um die Ecke. Den müssen wir jetzt erstmal ausruhen. Was hatte der Bär Schönes bei sich? Beifleisch 5 Fett. Das ist auch gut. Fett brauchen wir auch wieder für die Generatoren. Und Fleisch ist auch mal gut. Mal Licht aus. Wie macht ihr denn eure Stromversorgung, liebe Subsistenz-Bauer, wie auch immer? Generatoren ohne Ende oder Windmühlen, Photovoltaik? Wieso waren die Generatoren schon wieder aus? Ich hab die eigentlich gerade angemacht. Das wundert mich ja auch. Ich brauch 600 Strom. Ja, und ich will 500 Strom, also. 1100 Strom. Das dauert ein bisschen, ne? Jetzt steigt das endlich, der ganze Strom, Mann. Ja, jetzt probieren. Jetzt haben wir ja gerade 2 plus, also 2,3 plus. Und verbrauchen wahrscheinlich oben durch die Lampen aktuell 0,83. Und weil ja auch er hier an ist und der Kühlschrank wahrscheinlich auch. Oder ist der Kühlschrank gerade an? Bei Fleisch im Kühlschrank. Okay. Essen. Alex hat deine Kiste. Will er noch ein Fleisch essen oder so? Ja, die habe ich vom Angelplatz aus gesehen. Mhm. Hast du schon genug Saatgut direkt fürs nächste Beet? Sonst würde ich erst den Bohrer bauen, sobald wir 600 Strom haben. Ja, fang du mal erstmal an und mach. 100 fehlen noch knapp. Sonst können wir den Kühlschrank ausmachen. Wenn da ein Fisch ist, dann noch, muss es immer noch essen. Weiß nicht, ob Alex dann noch. Eiweiß braucht. Ich will einfach noch einen Generator bauen. Ich hab mal gerne was in den Chat rein, die Leute. Ja, also die Raffinerie, unser hier Schmelzer für die Metalle. Den kann man relativ günstig aufwerten. Da braucht man 25 Eisenerzfragmente und 7 Kupferfragmente. Und dann hätte er eine weitere Kammer. Dann kann man 2 gleichzeitig, glaube ich, verarbeiten. Ist auch nicht uninteressant. Oh, danke. Danny? Ja. Fleischfisch? Schuhe? Schuhe. Danke. Dann Achtung. Wir haben Schuhe. Santa Claus ist früh dieses Jahr im Mai. Rüsten wir uns jetzt schon mal für den Winter. Wir haben Schuhe an. Sehr schön. Danke dir. Du hast deine 600 Strom. Jo. Ja, das schadet ja nicht. Wenn du, ne, das geht ja jetzt hoch. Geht gleich weg. Ja. Musst du mir erstmal meine Schuhe in der Außenansicht angucken. So, dann geht's hier weiter. Wir haben 600 Strom. Dann machen wir jetzt den Erdbohrer. Ja, wahrscheinlich auch. Kriegen wir so eine Sicherung draufgelegt. Ja, Strom down. So, ist der Kühlschrank noch aktiv oder kann der jetzt aus? Ein Fisch ist da noch drin. Ich esse das sonst.
Umso mehr Strom produzieren wir dann. Also halt, machen wir Plus. Aktuell machen wir minus 0,8 Strom. Alex. Ja, weil du deine Kraft dann gemacht hast, dann, ne? Bitte. Nee. Danke. Dieses Gerät hier verbraucht 0,5. Der Kühlschrank verbraucht 0,2. Und also oben die beiden Lampen wahrscheinlich verbrauchen auch nochmal jeweils 0,6 oder was weiß ich. Ach so. Das zusammen verbraucht 0,8. Und unser hier Gerät, unser Erdbohrer, verbraucht auch 0,5. Den kann man auch übertakten, dann verbraucht er 3 Strom und ist zweimal schneller. Wie viel Eiweiße hast du, Alex? Orangenen Bereich. Level 3 Wolf vorne bei der Base, ne? Aber ich kann ja zur Not angeln und. Ich kann auch mal tauchen, alles voll mit Gemüse hier vorne. Danke. Bitte, ja, bitte. Also noch ein weiteres Gemüsebeet ist jetzt das Ziel und dann die Freilandhaltung für die Hühner, würde ich mal so einen Raum stellen. Da brauchen wir aber den, also zweimal gefütterten Stoff. Hilfe, ich ertrinke. Kriegen wir das noch hin? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, nachdem wir Schuhe haben, oder? Was brauchst du? Baumwolle brauchen wir. Zweimal gefütterten Stoff. Und gefütterten Stoff macht man durch. Oh, schon wieder irgendwo ein Wolf. Zwei Stoff, drei Baumwolle und zwei Federn. Also sechs Baumwolle bräuchten wir. Da ist er. 13 haben wir. Ja, das reicht ja schon. Feder und Stoff habe ich. Früher auf die Base gegangen, dann haut er so weit ab, das war dumm. Den näher rankommen lassen. Ein Elk auf links in Nordosten. Och, wieso haut der wieder ab, Mensch? Ich stehe schon da. Ja, da ist noch ein Wolf da vorne. Der ist platt. So, was hat er denn Schönes für uns? Ein Fleisch, drei Fett, ein Stoff. Noch ein Wolf. Okay, ich hau mal über ab. So, der dicke Elch. Ist der hier auf Prumpfzeit? Ne, ist nicht Prumpfzeit, ne? Nee, noch nicht. Ja, haut ab. Mal schnell waschen. Ein bisschen Gemüse pflücken. Südosten? Achso, ja, das kann sein. Mal gucken, wie ist jetzt unser Strombedarf? Machen wir noch Plus. Ein Plus pro Sekunde aktuell. 360 haben wir jetzt, aber Masse ist auch ein bisschen knapp. Ein Beet braucht 100 Masse. Wenn ich den Massegenerator noch mit anschmeiße, ich glaube, dann machen wir keinen. Nee, der verbraucht sogar 2,5. Der Massegenerator haut ist echt so ein Stromkiller.
Ja, Fasern haben wir keine mehr, wa? Na, ist alles leer. Oh, die Fischerei hat auch immer Verbrauch. Aber wir haben dann wenigstens was zum Essen. Ja, das machen wir auch mit den Pfeilen. Ich habe auch einen wahnsinnigen Pfeilverbrauch und dadurch Nägel, aber ne, wegen den Hühnern und ach, irgendwas ist ja immer. Ganz genau. Heute ist noch keiner erstorben. Möchte ich einmal kurz positiv erwähnen. Ich klopfe mal schnell auf Holz. Genau, sonst ist es nämlich gleich gewesen, die Leute. Nämlich die YouTube-Folge ist dann auch am Ende. Überfallen werden wir zum Glück nicht mehr. Und so ein paar Tiere aus der Nähe kriegt man ja meistens noch down. Wir haben uns wieder ein bisschen verbessert. Wir haben Schuhe und wir haben Bohrer. Das nächste ist noch ein Werk, also noch ein Pflanzenbeet, und dann wollen wir eigentlich den Tieren eine Aufwertung geben. Mal gucken, dass wir der Baumwolle kriegen wir schon zusammen. Das hatte Salazar geguckt. Aber es fehlte dann höchstens noch ein bisschen Fragmente, oder es fehlt noch? Eisen, genau. Klebstoff, weiß ich gar nicht, ob wir es haben, aber. Ich glaube einer. Das kriegt immer durch das Geweih, oder nicht? Glaub's ja. Salazar? Was war? War das mit dem Klebstoff? War ja, ich dachte, wir brauchen das Geweih für, genau. Dreimal Klebstoff ist irgendwie aber noch eine Tool. Das ist doch auch gut. So, gucken wir mal kurz, was mit den Pfeilen so los ist. Jetzt habe ich nur Strom, aber keine Masse mehr. Naja, muss die Masse. Generator mal anschmeißen. Salera? Ja? Danke. Tipp. Keine Seile mehr. Hat jemand Seile übrig zum Kleintierfallen reparieren oder auch nicht? Das ist eine Kiste auf unserer Base. Das ist eine Kiste auf unserer Base. Okay. Zwei Bio, ein. Immerhin. So, Kleintierfallen sind alle einmal repariert. Jetzt gucke ich mal kurz. Also nicht voll repariert, dafür fehlt mir. Mindestens noch 6 Seile. Aber zumindest haben sie jeder einmal einen Hau weg. Futter ist auch überall tatsächlich noch genug drin. Wolf geärgert drüben. Ja, lauft jetzt weg. Ist ganz schön weit weggelaufen, oder? Aha. Kiste. Achtung, der Wolf ist auch nah dran. Aber beide schießen. 3, 2, 1, Schuss. Oh, oh. Geil, beide nicht getroffen. Es so ist näher. Ach, komm, hau ab. Oh. Down. Ja, ja. Jo. Nägel.
Verlosung ist raus. Alle sind angeschrieben, alle, die gewonnen haben. 5 angeschrieben, ich glaube, 4 haben sich auch schon gemeldet, weil ich das richtig gesehen habe vorhin. Ich weiß nicht, ob Daniel sich schon gemeldet hatte. Glückwunsch natürlich nochmal an die Gewinner vom Gewinnspiel. Wir werden in der Folge, in der YouTube-Folge morgen im LS auf jeden Fall nochmal genannt. Ansonsten sind sie auch in der Beschreibung von dem Computer-Gaming-Video. Was für ein Verlosung. Gewinnspiel vom Computer-Unboxing. Ja. Einmalige Tiefenbohrung zur Förderung von Rohstoffen notwendig. Ach so. Er bohrt jetzt. Ach so, das macht er jetzt erst, ne? Wir verlieren derzeit viel Strom, ist das richtig? Was der Massegenerator an? Ja, wie gesagt, der Massegenerator ist an. Solltest du nur so weit am besten, sinnigerweise. Bis ich meine 100 habe, ja. Nee, weil bis 100 läuft er von alleine. Aber du hast fast keinen Strom mehr gleich. Wenn du jetzt, habe ich den Massegenerator. Du hast ausgegangen. Genau, ich habe den Massegenerator ausgemacht. Weil Masse läuft bis 100 automatisch und jetzt läuft Strom wieder hoch. Dann hast du vielleicht beides gleichzeitig und musst gleich nicht warten, weil wir keinen Strom mehr haben. Aber dann Masse. Masse läuft bis 100 automatisch, halt noch nicht so besonders schnell. Aber wenn wir gar keinen Strom mehr haben, ne? Deswegen kurz vorher ruhig Massegenerator kann man ausmachen. Denn generiert er wieder Strom und Masse sammelt er ja automatisch wieder ein bisschen bis 100. Wenn du aber 150 Masse bräuchtest, dann muss man halt den Massegenerator bis 150 laufen lassen, weil sonst wird das nichts. Schon wieder so ein Bär hier gespawnt bei der Base. Die sind auch ein bisschen penetrant. Also heute sind sie etwas penetrant. Ja. Würde ich mal sagen. Ja. Ach, brauchen wir eine Leber? Ich glaube ja, oder Salazar? Pack mal in den Kühlschrank. Also, Leber habe ich schon. So. Aber dann lass uns mal gleich ein neues Getränk hinstellen, dass es gleich parat ist. Ich habe sie in den Kühlschrank gelegt, die Leber. Alles klar. Da. 13 Monate, der Liebe am Start. Danke dir für 13 Monate. Vielen, vielen Dank für das Board. Und das ist wohl das Folgenende auf YouTube, ne? Also wir haben Schuhe und wir haben Bohrer, also vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.